Ja, hallo miteinander, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Zum Jahresabschluss gibt es ein bisschen noch was zum Schmunzeln. Ich habe die Top-Kommentare herausgenommen und möchte sie meinerseits kommentieren, ein bisschen was zurückgeben und ja, dann gehen wir mal rein. So, hier haben wir schon den ersten von Sascha Labanz. Und er sagt, mit euch würde ich Schlimmeres machen, nur um euer dummes Gelaber nicht mehr zu hören. Das ist es, was die Leute aggressiv macht. Ja. Du, Schlimmeres kann nicht mehr passieren, als was den Tieren geschieht und was wir erspüren und ersehen, erleiden, mitfühlen müssen. Also, lieber Sascha, es ist schon geschehen. Aber verrückt, dass du überhaupt mit solchen Aussagen daherkommst. Ich würde das lassen, es ist peinlich. Melon, es wird einfach zu viel geredet. Geht den Leuten nicht auf den Sack, kümmert euch um euren eigenen Kram, dann passiert sowas auch nicht. Kommt er mit Mikrofon und Box und kriegt einen Boxt. Das ein bisschen noch was zum Hintergrund. Übrigens, der erste Kommentar bezieht sich auch auf diesen Videoausschnitt. Das ist ein Reel gewesen: Zirkusprotest in Lörrach. Und da geht es darum, dass wir natürlich gegen Tiernummern sind, dass wir sagen Zirkusse ja, aber ohne Tiernummern, weil Tiernummern immer Qual bedeuten. Und da war ein Ausschnitt, den ich veröffentlicht hatte und ich auch meine Betroffenheit bekunde und meine Solidarität. Ich war dann auch selber schon vor Ort bei Lörrach, habe mitprotestiert und auch mit Reden unterstützt, dass nämlich einer der Redner vom Zirkusdirektor eine Kopfnuss erhalten hatte und das wurde alles gefilmt und das habe ich dann auch veröffentlicht und der reagiert jetzt eben darauf, ja. Also er unterstützt Gewalt. Schäm dich. Der Torben, ich sage ja zu Fleischkonsum, ja zu Fleischkonsum, aber mit glücklich und fair behandelten Tieren. Ich glaube, der hat das noch nicht realisiert, dass das gar nicht geht. Glücklich und fair behandeln in einer solchen Industrie. Also bitteschön, Torben, in welcher Traumwelt lebst du denn? Barbadolit, na lustige Namen. Respektieren auch die Moral der anderen. Jawohl, ich respektiere Kinderschänder. Das ist ein Quatsch. Axel 2429. Das ist eine Gefängnisnummer oder was? Dann fress doch euer Gras jedes Wochenende Fleischsaat. Ach Gott, das mit dieser Gras, mit diesen Gras-Kommentaren ist Gras und Stein oder Veganer essen nur Gras und Stein. Ich bitte dich, geh doch mal auf den YouTube und schau dir doch mal diese veganen Kochkünste an, veganen Rezepte. Also da fließt doch einem das Wasser im Munde zusammen. Und das alles tierqualfrei. Also was macht das bitte noch für Sinn, lieber Axel, Tierqualprodukte zu konsumieren, wenn du doch immer Alternativen hast? Sei vernünftig. Mehr Tobi. Ihr habt keinen Schimmer von der Materie, oder? Nee, in Physik war ich schlecht, leider. Spaß beiseite. Aber Physik ist eine coole Sache. Und Materie wissen wir ja fachlich. Ah, wir sehen noch einen Traktor. Ja, lieber Tobi, du scheinst Bauer zu sein. Nichts gegen Bauern. Sorry, es geht einfach um dieses System der Tierausbeutung. Einfach einordnen, bitte. Stay focused 92. Ist mir egal, ein Löwen ist die Gazelle ja auch egal. Aha, er ist ein Löwe. Oder sie, je nachdem wer. Okay, das mit den Löwen, musst du dir noch mal gut anschauen, bitte. Rüdiger Hahn, es gibt keine gesunde vegetarische oder und vegane Ernährung. Fakt. Okay, faktenbasiert. Oh, Rüdiger, Rüdiger, da musst du dich auch noch mal richtig informieren. Dann ist Fakt, du kannst dich sehr gut und gesund vegan ernähren. Ja, Petz44. Oh wow, ein langer Kommentar. Macht euch auf etwas gefasst. Absoluter Schwachsinn. Ich habe selber schon geschlachtet und musste nicht ausgebeutet werden. So geht es sehr vielen anderen auch. Ein System, in dem wirklich Leute ausgebeutet werden, ist die Sojaproduktion als Beispiel.
Trotzdem esst ihr weiter Soja. Lasst gefälligst jeden essen, was er will, wenn ihr nicht besser seid. Ach Gott, das mit dem Soja schon wieder da. Oh. Soll ich Aufklärung nochmal betreiben? Ja gut, wir nutzen jede Gelegenheit. Also mindestens 90% des Sojaanbaus geht an die Tierfutter. Als Tierfutter durch. Und dieses Soja, das wir da essen, wird in der Regel in Europa angebaut. Ich kenne kein anderes. Also das meiste kommt ja, vieles kommt aus Brasilien. Und bitteschön, Fleisch aufhören zu konsumieren, Milch und so weiter, dann automatisch weniger Sojaanbau für Tierfüttermittelanbau, oder? Wie wär's? Und lasst gefälligst jeden essen, was er will, wenn ihr nicht besser seid. Es geht nicht darum, besser zu sein, mein Lieber, sondern es geht um die Tiere. Es geht gar nicht um mich, es geht gar nicht um dich in Wirklichkeit. Es geht in Wirklichkeit um die Tiere. Und diesen Fokus möchte ich dir gerne vermitteln. Schau doch mal auf die Tiere bitte und dann schau dir um. Auf vegan natürlich. Ja, der aber sagt, sehr gut. Und darauf erstmal eine nicht vegane Portion Gyros, Peter. Jo, aus Trotz. Oh Gott, Himmel, hilf, wo sind die entlaufen? Also vom Zoo sicher nicht, weil wir sind auch gegen den Zoo. Oh Gott, das ist mir zu viel. Nee, Scherz beiseite. Braucht ein bisschen länger. Ich hoffe, du hast die Geduld. Also, ich verfolge diese Thematik mittlerweile seit ca. 30 Jahren. Musste leider immer wieder feststellen, dass 90% der militanten Veganer im Grunde lediglich ungebildete pseudomoralische Fanatiker sind. Offensichtlich unfähig, ihr eigenes Bewusstsein zu erweitern. Ein Glück sind es 90% der militanten Veganer, also die restlichen Veganer, die nicht militant sind, dann geht's ja noch. Denn erstens, vegan gleich gesund ist schon lange nicht mehr up to date. Was schon lange, schon immer nicht, ne? Man hat schon ewig behauptet, dass es ungesund sei, sein sollte. Also ich spüre es nicht. Meine Blutwerte sind top. Mache alle Jahre meinen Check-up und okay, das ist gut. Auch Urin und so. Ja. Was mittlerweile auch schon fast jedes Kind. Ach so. Das ist mir entgangen. Denn viele essentielle Substanzen werden aus pflanzlichen Nahrungsmitteln schlecht bis gar nicht vom menschlichen Organismus verwertet. Aha. Das ist ganz klar und unbestreitbar schon lange wissenschaftlich nachgewiesen. So. Also dann weißt du mehr als diese Ernährungsgesellschaften, die auch in ihren Positionspapieren drin haben, dass eine gut eingeplante, abwechslungsreiche pflanzliche Ernährung unbedenklich ist. Und zwar für jedes Alter und jede Phase. Aber naja, Soziopathen drehen sich ihre rationale Realität halt so, wie es denn halt gerade passt. Wusste nicht, dass ich ein Soziopath bin. Okay, ich hatte mich immer mehr soziophil gesehen. Also gesellschaftsfreundlich und tauglich, aber durchaus gesellschaftskritisch. Da bildet man sich dann gerne seine eigene medizinische Kompetenz ein und verurteilt andere Kompetenzen, ohne faktisch selber Ahnung davon zu haben. Ja, interessanterweise war ich ja noch vor meiner veganen Phase wirklich ungebildet in dieser Hinsicht und seitdem weiß ich wirklich viel mehr. Also ich würde sagen, dass auch viele Menschen, die wachsen halt so auf wie ich damals, ohne Gedanken, ohne mir überhaupt Gedanken zu machen übers Essen. Ich habe einfach gegessen, was auf den Tisch kam und fertig. Aber mittlerweile entscheide ich bewusst und das gut und gerne. Ja, oh je. Zweitens, vegan wegen dem Tierwohl gleich Pseudomoral oder Unwissenheit oder wie bei fanatischen Veganern gleich beides zusammen. Mir wurde schon vor 40 Jahren beigebracht, dass Pflanzen auch Lebewesen sind. Und vor ca. 30 Jahren haben sich schon viele gedacht, dass auch Pflanzen ein Bewusstsein besitzen. Mittlerweile wird dies durch die Wissenschaft immer mehr bestätigt. Ah ja, wir bringen mal die Quellen, bitteschön. Guckst du zum Beispiel hier, ah ja doch, da kommt eine Quelle. Übrigens hat man vor 60 Jahren auch gedacht, dass Tiere kein Bewusstsein haben und lediglich nach Instinkt handeln. Na, also dieses Video schaue ich mir dann gerne an und vielleicht mache ich auch eine Reaction dazu. Und bezüglich Bewusstsein muss ich dir sagen, sorry, kann man bei Pflanzen nicht nachweisen und sie haben kein zentrales Nervensystem, ist so.
Und uns ähnlich und verwandt sind nun mal diese Säugetiere und andere Wirbeltiere. Selbst gewisse wirbellose Tiere hat man mittlerweile auch in die Kategorie reingenommen, dass sie Bewusstsein haben, wie zum Beispiel Oktopusse oder Krebse, obwohl sie selber ja nicht eine Wirbelsäule haben, aber sie fahren auch in diese Kategorie ein und dort ist ein bisschen so die Grenze. Bei Insekten ist man natürlich noch nicht sicher, aber bei Pflanzen kannst du nichts nachweisen. Also, sorry. Aber wie gesagt, ich schaue mir dann diesen YouTube-Video an, dass du da zitierst, mal gucken, was da rauskommt. Gut, dann schauen wir mal weiter. Aber Hauptsache, du kannst dich dann fälschlicherweise moralisch überlegen fühlen. Ich fühle mich nicht moralisch überlegen. Du unterstellst mir das, bitteschön. Hallo. Aber man kann moralisch besser handeln. Das ist ein Unterschied. Haha, selig sind die geistig Armen, so. Schau dir bitte mal die vier Zellen der Lebewesen auf diesem Planeten an und vergleiche diese, also die von Menschen, Tieren, Pflanzen und Pilzen. Wenn sich dann dein Bewusstsein noch nicht erweitert, na dann, gute Nacht. Drittens, vegan, gleich besser für das Klima und Umwelt, ist auch nicht mehr up to date. Die Flächen, auf denen Tiere weiden, wachsen gar keine Nahrungsmittelpflanzen, was bedeutet, man muss viele Waldflächen abroden, um pflanzliche Nahrungsmittel abzuwandern. Das ist ja umgekehrt. Man rodet Waldflächen wegen dem Futtermittelanbau für Tiere und für die Tiere selber. Die brauchen halt mehr Platz. Ich sage immer, Omnivore scheißen mehr, sorry für diese Ausdrucksweise, weil halt noch Tiere dazukommen. Das ist einfach so. Und das ist klar widerlegt. Also mein Lieber, wer weiß da mehr? Also ohne mich jetzt überlegen zu fühlen, aber sorry, die Faktenlage ist anders. Okay, gut, also weiter. Respekt euch an, Tierschutz in einer Zeit, in der Kinder und Tiere wegen ihres CO2-Fußabdrucks als Gefahren bezeichnet werden, ist nur was junge, starke Aktivisten, die von keiner Branche gefördert, aber von der gesamten Wirtschaft gejagt werden. Ich kann nur noch als Fast-Veganer einen Beitrag leisten. Also, hey, wird doch schnell ganz vegan. Was hindert dich noch daran? Wenn man die Behandlung der Klimaaktivisten mit der Tierschützer vergleicht, weiß man, europäische Werte sind nur zwei Wörter ohne jeden Sinnzusammenhang. Ja gut, der steht jetzt mehr für uns. So ist gut. Selbst Affen waren Fleischesser. Schaut euch ihr Gebiss an. Ich habe meine Reißzähne abgefeilt, seit ich vegan lebe. Es beißt sich auch besser. Affen waren sogar Kannibalen und schwul. Okay. Kinnlade, ich kann da nichts mehr sagen. Ihr habt sogar Sorgen. Vor der Tür ist Krieg und ihr macht euch einen Kopf übers Fressen und Tiere. Deutsch halt. Ich komme aus der Schweiz. Bestimmt Geimpfte, die jetzt erst aufgewacht sind. Das sind ja gleich drei, vier Themen auf einmal. Das überfordert mich, sorry. Wir bleiben beim Veganismus. Ja, natürlich, Krieg und so ist auch Elend und heiße ich nicht gut. Ich kann das leider nicht beeinflussen. Ich kann höchstens mit Spenden und Spendengeldern was unterstützen und ihnen helfen. Aber was ich beeinflussen kann, ist das, was ich konsumiere. Und wenn ich schaue, was ich konsumiere und mir Gedanken dazu mache, dann kann ich doch bestens das nehmen, was weniger Leid verursacht und weniger Probleme verursacht. Tauben sind nicht real, es sind Drohnen der Regierung. Macht endlich auf! Okay. Ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Ein Satanist macht auf Humanist, da wird der Dr. Mark Benecke angegriffen. Ich werde mich jetzt schützen vor den Benecke stellen. Er ist ein Humanist, kein Satanist. Auch in der Steinzeit haben Männer Tiere getötet zum Verzehr für die Familie und es gab nicht diese Massentierhaltung wie heute. Jetzt kommt der neue Terror, unglaublich. Menschen leben deshalb nicht gesünder, wenn sie vegan essen. Na geh du zur Höhle zurück, du Steinzeitmensch. Alles Schwachsinn, das ist keine Meinung, sondern Wissenschaft, gemessen, nicht gefühlt. Porno-Peter, ach du meine Güte. Kann man nur so einen Namen wählen. Am Anfang dachte ich, das wäre eine Satire. Die sind aber wirklich so verstrahlt.
Da ging ich ja als Herold, als Botschafter umher durch die Stadt Zürich mit einer Heroldin neben mir, weiblich. Und wir haben ja wir stehen natürlich für betreute Taubenschläge und Zürich verbietet. Ja, man möchte da nichts machen. Und wir sind dann als Botschafter unterwegs gewesen und haben im Namen der Regierung quasi, weil Botschafter sind ja immer Vertreter gewesen der Regierung, des Königs und so weiter, haben Neuigkeiten und so verkündet. Und wir haben dann gesagt, eben für Taubenschläge. Das war wirklich gut. Unironisches Gendern. Ich bin raus. Okay. Du musst nicht gendern, wenn du nicht willst. Früher gab es überhaupt kein Hundefutter zu kaufen. Da haben die nur vom Tisch die Reste gegessen. Ja, da geht es um vegane Hundeernährung, meine Lieben. Ich habe unglaublich ein weites Spektrum an Themen, die wir abdecken. Aber hey, das geht, weil Hunde sind auch omnivor. Akzeptier's. Das Klima hat da nichts zu tun. Wenn wir kein CO2 mehr haben, dann geht unsere Nahrung kaputt, weil die Pflanzen benötigen CO2. Das lernt man schon in der Grundschule. Ja, du hast recht. Aber auch schau mal das Ganze an, was da genau gemeint ist mit der Klimaerwärmung. Ibims, der Levin. Ja, hallo Levin, freut mich. Es gibt eine Menge anderer so ähnlicher Kommentare. Das ist ein kleiner Goodie, so am Jahresende. Und ich freue mich dann auf die weiteren Reactions und seid gespannt in 2024, wie es weitergeht. Ich freue mich auf dich. Ja, like, kommentiere, abonniere diesen Kanal, teile die Inhalte sehr gerne, erzähl rum, dass es das gibt und was wir da so tun. Im Sinne der Aufklärung und Tierrechte und Veganismus. Macht's gut, ich freue mich, rutscht ganz gut und erlebt was in 2024. Tschüss zusammen.